Kapitel 3 der Vorlesung Information Retrieval. Indexing. Anfrageverarbeitung 1. Wir unterscheiden zwei Typen der Anfrageverarbeitung auf Basis der Datenstruktur eines Indexes. Mengenretrieval, gerängtes Retrieval. Beim Mengenretrieval induziert eine Anfrage gemäß ihrer Semantik eine Teilmenge der indizierten Dokumente. Diese Teilmenge wird als Suchergebnis zurückgegeben und als potenziell relevant betrachtet. Ziel in diesem Typ Retrieval ist es, dass die Menge der zurückgegebenen Dokumente einen möglichst großen Teil der Menge der tatsächlich relevanten Dokumente für die Anfrage beinhaltet und darüber hinaus möglichst wenig sonstige, irrelevante Dokumente. Dieser Typ des Retrievals kommt dem Versuch gleich, die Menge aller indizierten Dokumente zu klassifizieren und steht konzeptuell dem Datenretrieval aus Datenbanken sehr nahe. Obwohl die zurückgegebenen Dokumente in irgendeiner Reihenfolge angezeigt werden müssen, hängt diese Reihenfolge üblicherweise nicht von einer Quantifikation ihrer Relevanz ab, sondern zumeist von Metainformationen über die Dokumente, wie zum Beispiel das Datum, zu dem sie erstellt wurden, die alphabetische Reihenfolge der Namen ihrer Autoren oder ihrer Titel oder anderen ähnlichen Informationen. Vom Suchenden wird erwartet, dass er oder sie sämtliche Dokumente auf ihre Relevanz hin prüft. Demgegenüber steht das gerängte Retrieval, bei dem die Dokumente in eine Reihenfolge gebracht werden, die ihre Relevanz zur Anfrage widerspiegelt. Für beide Retrieval-Typen werden unterschiedliche Anfrageverarbeitungsalgorithmen eingesetzt. Im Folgenden befassen wir uns mit Algorithmen für das Mengenretrieval. Unabhängig davon, welcher Retrieval-Typ vorliegt, haben alle Schlüsselwortanfragen eine boolesche Semantik. Diese Semantik ist entweder explizit mit den Nutzerinnen und Nutzern eines Index vereinbart, oder sie wird impliziert durch die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer und ihr Verhalten. Wir unterscheiden vier Typen von Schlüsselwortanfragen. Anfragen bestehend aus einem Term, rein disjunktive Anfragen aus mehreren Termen, rein konjunktive Anfragen aus mehreren Termen, alle übrigen, komplexeren Boolean-Anfragen aus mehreren Termen. Einterm-Anfragen an einen Index sind im Mengenretrieval sehr leicht zu beantworten. Woraus besteht die Antwort? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Die Antwort auf eine Einterm-Anfrage an einen Index sind alle Dokumente der Postliste des betreffenden Terms. Rein disjunktive Mehrterm-Anfragen bestehen aus mehr als einem Term, die logisch oder verknüpft sind. Ein Beispiel wäre die Anfrage Anthony oder Brutus oder Calpurnia. Gemeint sind alle indizierten Dokumente, die mindestens einen der drei Terme enthalten. Diese Anfragen sind fast ebenso einfach zu beantworten wie Einwortanfragen. Wie würden Sie sie beantworten? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Die Antwort auf eine disjunktive Mehrterm-Anfrage ist die Vereinigungsmenge der Antworten auf Einzelterm-Anfragen für jeden mit oder verknüpften Term. Es kann sein, dass in einem Dokument zwei oder mehr der Terme einer Mehrterm-Anfrage vorkommen, sodass in mehr als einer Postliste ein Posting auf dasselbe Dokument auftaucht. Diese Doppelungen müssen gefiltert werden. Darüber hinaus ist aber nichts mehr zu tun. Rein konjunktive Mehrterm-Anfragen bestehen aus mehr als einem Term, die logisch und verknüpft sind. Ein Beispiel wäre die Anfrage Anthony und Brutus und Calpurnia. Gemeint sind alle Dokumente, die je alle drei der Terme enthalten. Für diesen Anfragetyp kann man zusätzlich noch zwei unterschiedliche Einschränkungen vornehmen: Proximity und Phrase. Mit der Proximity-Einschränkung fordert man zusätzlich, dass die Terme der Anfrage nicht mehr als eine bestimmte Maximalanzahl von Wörtern zwischeneinander stehen haben. Hierbei ist die Reihenfolge, in der die Terme im Dokument auftreten, unerheblich. Mit der Phrase-Einschränkung fordert man, dass die Terme der Anfrage in exakt der Reihenfolge im Dokument auftauchen, in der sie auch in der Anfrage aufgeschrieben wurden.
Die Verarbeitung dieses Anfragetyps und seiner beiden Einschränkungen betrachten wir gleich genauer. Es sind natürlich noch komplexere Anfragen mit den beiden vorgenannten logischen Verknüpfungen konstruierbar, insbesondere wenn man voraussetzt, dass die gesamte boolesche Algebra zur Verfügung steht. Diese Anfragen lassen sich ebenfalls mit Hilfe eines Index beantworten. Allerdings gehen wir hier nicht darauf ein. Abgesehen von zusätzlichen boolschen Operatoren lassen sich viel komplexere Anfragen durch Umformung in die disjunktive oder konjunktive Normalform überführen, was ihre Verarbeitung gemäß der drei vorgenannten Typen ermöglicht. Betrachten wir den Retrieval-Typ der konjunktiven Mehrterm-Anfrage. Angenommen, es ist ein Index gegeben, dessen Postings zwei Einträge haben. Ein Dokumentidentifikator K und die Termhäufigkeit des jeweiligen Terms T im Dokument DK. Darüber hinaus gibt es eine konjunktive Mehrterm-Anfrage bestehend aus n Termen Q gleich T1 und T2 und immer so weiter und Tn. Die Aufgabe besteht darin, die Teilmenge Groß R der indizierten Dokumente Groß D für Q zu ermitteln, die gemäß dem Retrieval-Typ Mengenretrieval als relevant für Q gelten. Vergegenwärtigen wir uns ein Beispiel eines solchen Indexes anhand zweier Postlisten für die Terme TI und TJ, von denen wir annehmen, dass sie irgendwo in Q vorkommen. Was ist zu tun, um die Anfrage Q mit dem gegebenen Index zu beantworten? Oder anders gefragt, welches Problem liegt der Beantwortung von konjunktiven Mehrterm-Anfragen zugrunde? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Das der Beantwortung von konjunktiven Mehrterm-Anfragen zugrunde liegende Problem ist das der List Intersection, also der Bildung der Schnittmenge zweier Listen von Zahlen. In seiner allgemeinsten Form ist eine Instanz des Problems eine Menge von n größer gleich zwei Listen, wobei jede Liste eine sortierte Folge von Zahlen ist. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir auch davon ausgehen, dass es sich um Skip-Listen handelt. Die Lösung des Problems ist eine sortierte Liste, hier mit Groß R bezeichnet, die sämtliche Zahlen enthält, von denen jede in allen n-Listen L1 bis Ln enthalten ist. Die Listen entsprechen den Postlisten, wobei hier die Zahlen, über die die Schnittmenge gebildet werden soll, zum Beispiel die Identifikatoren der indizierten Dokumente sind. Die übrigen Einträge der Postings, wie die Termgewichte, spielen hier keine Rolle. Eine Idee, wie das Problem gelöst werden kann, besteht aus zwei Schritten. Erstens, zwei Postlisten LI und LJ werden ausgewählt und zuerst die Schnittmenge der beiden Postlisten gebildet. Das Ergebnis der Schnittmenge ist Groß R'. R' ist die Schnittmenge von LI und LJ als sortierte Liste. R' enthält eine Obermenge der Zahlen, die in R zu finden sein werden. Warum ist das der Fall, egal welches Paar von LI und LJ wir auswählen? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Machen wir die Gegenprobe. Nehmen wir an, dass die Liste der Zahlen, die in der Schnittmenge von LI und LJ liegen, eine Untermenge des Ergebnisses R, der Schnittmenge aller Zahlen von L1 bis LN ist. In der mathematischen Schnittmengenoperation sind aber nur Zahlen enthalten, die in allen geschnittenen Mengen enthalten sind. Wenn es also eine Zahl x gibt, die Teil der Schnittmenge von L1 bis Ln ist, aber nicht von LI und LJ, dann widerspricht das der Forderung, dass die Zahl Teil aller Listen sein muss. Es kann nicht sein, dass die Zahl x nicht in der Schnittmenge von LI und LJ ist, wenn sie in der Schnittmenge von L1 bis Ln ist, wobei LI und LJ Teil der Liste von L1 bis Ln ist. Aus diesem Grund ist R' immer eine Obermenge oder gleich R. Nachdem wir im ersten Schritt also zwei ausgewählte Listen LI und LJ geschnitten und die Liste R' erhalten haben, folgt der zweite Schritt. Im zweiten Schritt wird R' mit einer der übrigen Listen geschnitten und demzufolge alle Zahlen aus R' entfernt, die nicht auch in der Liste vorkommen, mit der R' geschnitten wird. Dies wird wiederholt,
bis alle übrigen Listen einmal mit R' geschnitten wurden. Im Endergebnis entspricht R' dann der gesuchten Lösung R. Der Algorithmus Intersect nimmt als Eingabe zwei Listen entgegen. Wir setzen voraus, dass es sich dabei um Skip-Listen handelt, die als einfach verkettete Listen implementiert sind. Die Ausgabe des Algorithmus ist eine sortierte Liste der Zahlen, die sowohl in L1 als auch in L2 auftauchen. Der Algorithmus läuft in 6 Schritten ab. Erster Schritt: Es werden Variablen initialisiert. Die Liste groß R, die das Endergebnis enthalten wird, sowie zwei Iterator-Variablen x1 und x2, die Listenelemente repräsentieren. Zweiter Schritt: Solange nicht einer der Iteratoren das Ende der jeweiligen Liste erreicht, werden die Schritte 3 bis 5 wiederholt. Dritter Schritt: Wenn x1 und x2 auf Listenelemente zeigen, die dieselbe Zahl repräsentieren, werden x1 und x2 gemerged und R hinzugefügt. Vierter und fünfter Schritt: Jeder der Iteratoren wird so lange in seiner jeweiligen Liste fortbewegt, bis ein Listenelement erreicht ist, dessen Zahl größer ist als die Zahl des jeweils anderen Iterators. Sechster Schritt: Sobald einer der Iteratoren das Ende seiner Liste erreicht, wird R als Endergebnis ausgegeben. Als Pseudocode implementiert, sieht der Algorithmus wie folgt aus. In Zeile 1 sehen wir die Initialisierung von R und den beiden Iteratoren. Die While-Schleife in Zeile 2 wird so lange ausgeführt, bis einer der Iteratoren das Ende seiner jeweiligen Liste erreicht hat, was durch die Schleifenbedingung x1 ungleich nil und x2 ungleich nil geprüft wird. In Zeilen 3 bis 6 wird bei Gleichheit der Sortierschlüssel der Listenelemente ein Eintrag in der Resultatliste R erzeugt. Die Listenelemente x1 und x2 enthalten zwar denselben Sortierschlüssel, sie enthalten aber möglicherweise unterschiedliche Werte, die in irgendeiner Weise sinnvoll miteinander kombiniert werden müssen. Im Fall von Suchmaschinen könnte das bedeuten, dass ein neues Gewicht ermittelt wird, das das Termgewicht des Pärchens beider Wörter repräsentiert. In Zeile 6 werden im Fall eines erfolgreichen Funds zweier gleicher Sortierschlüssel beide Iteratoren zum jeweils nächsten Listenelement bewegt. Ohne diesen Schritt würde die Schleife in Zeile 2 nicht terminieren. Darüber hinaus können beide Iteratoren bewegt werden, da für keine der beiden Listen doppelte Zahlen gestattet wurden, sodass der Schlüsselwert in keiner der Listen mehr auftauchen wird. Diese Annahme ergibt Sinn, da Dokumente einen eindeutigen Schlüssel erhalten. In der While-Schleife in Zeile 7 bis 13 wird nun so lange der Iterator x1 zum nächsten Listenelement bewegt, wie der Schlüssel seines Listenelements kleiner ist als der Schlüssel des Listenelements, auf das Iterator x2 zeigt. Wenn ein Skip-Eintrag der Liste L1 erreicht wird, wird mit der Funktion canSkip zunächst geprüft, ob es möglich ist, mithilfe des Skip-Eintrags Teile der nachfolgenden Liste zu überspringen und einen Eintrag der Liste L1 zu erreichen, dessen Schlüssel kleiner ist als der von x2, jedoch so nahe wie möglich daran. Ansonsten wird der Iterator x1 einfach zum nächsten Listenelement von L1 bewegt. Zeilen 14 bis 20 sind analog zu Zeilen 7 bis 13 implementiert und führen dieselbe Prozedur für Iterator x2 durch. Damit beginnt die Schleife von neuem. Wenn das Ende einer der beiden Listen L1 oder L2 erreicht ist, wird die Resultatliste R zurückgegeben. Betrachten wir das Beispiel einer Zweitermanfrage Q gleich TI und TJ. Zur Beantwortung dieser Anfrage ist es nötig, die Schnittmenge der beiden Postlisten LI und LJ für die Terme TI und TJ zu bilden. Die beiden Postlisten werden also dem Algorithmus Intersect2 übergeben. Zu Beginn ist die Resultatliste leer. Die Iteratoren XI und XJ werden initialisiert und zeigen auf das erste Listenelement der beiden Postlisten LI und LJ. Es wird zunächst geprüft, ob die Schlüssel der beiden Listenelemente der Iteratoren XI und XJ denselben Wert haben.
Bei xi hat der Schlüssel den Wert 2, bei xj den Wert 1. Sie sind damit ungleich. Der Iterator xi kann daher nicht fortbewegt werden, da der Wert des Schlüssels des Listenelements, auf das er zeigt, a priori größer ist als der des Elements, auf das xj zeigt. Umgekehrt kann der Iterator xj hingegen fortbewegt werden. Allerdings kann die Tatsache, dass das erste Listenelement ein Skip-Element ist, hier nicht ausgenutzt werden, da die möglichen Zielelemente alle Schlüssel haben, die größer sind als der von xi. Der Iterator xj wird also zum nächsten Listenelement bewegt und der Algorithmus beginnt die nächste Iteration der Hauptschleife. Jetzt sind beide Schlüssel von xi und xj gleich 2, sodass der Resultatliste ein Element mit dem Schlüssel 2 hinzugefügt wird. Daraufhin werden beide Iteratoren fortbewegt. Wie zuvor ist der Schlüssel von xi größer als der von xj, sodass xj fortbewegt wird. Da xj nicht auf ein Skip-Element zeigt, wird der Iterator einfach zum nächsten Listenelement bewegt. Die Schleife geht in die dritte Iteration. Jetzt ist der Schlüssel von xi kleiner als der von xj und xi wird zum nächsten Listenelement fortbewegt. Direkt im Anschluss ist xj kleiner als xi und wird wiederum zum nächsten Listenelement fortbewegt. Die Tatsache, dass xj auf ein Skip-Element der Postliste zeigt, kann hier nicht ausgenutzt werden. Die Schleife geht in die vierte Iteration. Beide Schlüssel von xi und xj sind gleich 8, sodass der Resultatliste ein Element mit diesem Schlüssel hinzugefügt wird. Daraufhin werden beide Iteratoren fortbewegt. Daraufhin ist xi kleiner als xj. Xi zeigt auf ein Skip-Element und kann von hier aus ein anderes Skip-Element erreichen, dessen Schlüssel mit 28 kleiner ist als der Schlüssel 41 von xj. Der Iterator wird direkt dorthin bewegt und überspringt dazwischen liegende Listenelemente. Da der Schlüssel von xi weiterhin kleiner ist als der von xj, wird xi weiter fortbewegt. Dieses Mal kann das Skip-Element nicht ausgenutzt werden, sodass der Iterator zum nächsten Listenelement bewegt wird. Die Schleife geht in die fünfte Iteration. Beide Schlüssel von xi und xj sind gleich 41, sodass der Resultatliste ein Element mit diesem Schlüssel hinzugefügt wird. Daraufhin werden beide Iteratoren fortbewegt. Da der Schlüssel von xi kleiner ist als der von xj, wird xi weiter fortbewegt. Es kann kein Skip-Element ausgenutzt werden, sodass der Iterator zum nächsten Listenelement bewegt wird. Nun ist der Schlüssel von xj kleiner als von xi und das Skip-Element kann ausgenutzt werden, um xj fortzubewegen. Die Schleife geht in die sechste Iteration. Beide Schlüssel von xi und xj sind gleich 77, sodass der Resultatliste ein Element mit diesem Schlüssel hinzugefügt wird. Daraufhin werden beide Iteratoren fortbewegt. Die Iteration der Listen fährt in dieser Weise fort, bis einer der Iteratoren das Ende der Liste erreicht. Der Algorithmus zum Schneiden beliebig vieler Listen, Intersect Many, hat als Eingabe eine Zahl von n größer gleich 2 Listen. Die Ausgabe ist eine sortierte Liste der Zahlen, die in allen n-Listen vorkommen. Das Vorgehen des Algorithmus besteht darin, zunächst die eingegebene Liste von Listen L1 bis Ln der Länge nach zu sortieren. Hierfür werden die Listen in einem Min-Heap eingegeben. Anschließend wird in Zeile 2 die Liste mit den wenigsten Einträgen aus dem Min-Heap extrahiert und mit ihr die Variable für die Resultatliste initialisiert. In der darauffolgenden Schleife in Zeilen 3 bis 6 wird iterativ die nächstkleinste Liste aus dem Min-Heap extrahiert und mit der Resultatliste unter Verwendung des Intersection-2-Algorithmus geschnitten. Wenn alle Listen nacheinander mit der initialen Resultatliste geschnitten wurden, enthält sie nur noch die Elemente, deren Schlüssel in allen Listen L1 bis Ln vorkommen. Die Resultatliste wird damit als Ergebnis ausgegeben.
Können Sie sich vorstellen, warum die Listen in aufsteigend sortierter und nicht in beliebiger Reihenfolge geschnitten werden? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Das Beginnen mit der kleinsten Liste hat folgende Vorteile. Erstens, dies ist die Liste, bei der der Iterator im Intersection-2-Algorithmus am schnellsten das Ende erreichen wird. Zweitens, je kürzer eine Liste ist, mit der längere Listen geschnitten werden, desto effektiver können die Skip-Elemente der längeren Listen ausgenutzt werden. Drittens, die Länge der kürzesten Liste ist eine obere Schranke des für R maximal benötigten Speicherplatzes. Viertens, sofern R in den Hauptspeicher passt, kann die Liste L-min, mit der R geschnitten wird, sequenziell gelesen werden, was unnötige Disk-Seek-Operationen, um zwischen verschiedenen Listen hin und her zu springen, vermeidet. Für eine Proximity-Anfrage Q gleich TI slash Epsilon TJ sollten alle Dokumente retrievt werden, bei denen TI und TJ in der Nähe voneinander zu finden sind, nämlich TI in einer Epsilon-Umgebung von TJ oder umgekehrt, wobei Epsilon eine Zahl größer gleich 1 ist. Welche Informationen muss ein Index vorhalten, um Anfragen dieser Art beantworten zu können? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Für die Verarbeitung von Proximity-Anfragen müssen die Termpositionen im Dokument mit in den Postings im Index aufgezeichnet werden. Man spricht hierbei auch von Positionsindexing. Ein Beispiel. Das Dokument D besteht aus dem Text You cannot end a sentence without because, because because is a conjunction. Das erste Wort des Dokuments, you, steht an erster Stelle, gefolgt von cannot an zweiter Stelle und so weiter bis zum letzten Wort, conjunction, an zwölfter Stelle. Das Posting für das Wort because und Dokument D in einem hypothetischen Index, in dem auch die Positionen des Wortes because in D mitgespeichert werden, besteht aus drei Werten: D als Dokumentidentifikator, der Termhäufigkeit von 3 als Termgewicht und einer Liste bestehend aus den drei Elementen 7, 8, 9, die die Positionen des Wortes because im Dokument ausgehend vom ersten Wort anzeigen. Analog dazu enthält das Posting für das Wort Sentence in D den Identifikator D, die Termhäufigkeit 1 und eine Positionsliste mit einem Element 5. Betrachten wir nun ein Epsilon von 2, dann ist das Wort Sentence in einer 2-Umgebung von Because. Anhand der Positionslisten in den Postings von Because und Sentence bezüglich D lässt sich das leicht prüfen. Es gibt eine Position I im Because-Posting und eine Position J im Sentence-Posting, dessen Differenzbetrag kleiner oder gleich Epsilon gleich 2 ist. In D sind die Wörter Sentence, With, Is, A und Because selbst in einer 2-Umgebung von Because. Die Verarbeitung von Proximity-Anfragen für ein gegebenes Epsilon zwischen zwei Termen in einem Dokument kann reduziert werden auf eine Variante der Schnittmengenbildung zwischen ihren jeweiligen Positionslisten. Als Eingabe erhält der Algorithmus zwei Arrays A1 und A2, die die jeweiligen Positionen der Terme T1 und T2 im Dokument D beinhalten, sowie einen Wert Epsilon, die maximal erlaubte Distanz der Terme T1 und T2. Ausgegeben wird für jede Position in A1 eine Liste mit Positionen aus A2, die innerhalb der durch Epsilon definierten Umgebung liegen, sofern es entsprechende Vorkommnisse gibt. Als ersten Schritt wird eine Resultat-Map erzeugt. Dann wird in Zeilen 2 und 4 eine verschachtelte Iteration aller Paare I und J von Positionen in A1 und A2 gestartet. Für jedes I wird mit R' in Zeile 3 eine neue Resultatliste erzeugt. In Zeilen 5 bis 7 wird zunächst geprüft, ob die Positionen für die Array-Indizes I und J innerhalb der Epsilon-Umgebung liegen, indem geprüft wird, ob der Betrag der Differenz ihrer Positionen kleiner oder gleich Epsilon ist. Wenn das der Fall ist,
wird die Position A2 von J der temporären Resultatliste hinzugefügt. Wenn das nicht der Fall ist, wird in Zeile 7 geprüft, ob die Position für den gegenwärtigen Index J A2 von J größer ist als die Position für den gegenwärtigen Index I A1 von I. In dem Fall kann die innere Schleife verlassen werden, da es ab diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit mehr gibt, neue Positionen hinzuzufügen. Beachten Sie, dass die Verletzung der if-Bedingungen in Zeile 5 bei gleichzeitiger Erfüllung der if-Bedingungen in Zeile 7 bedeutet, dass A2 von J um mehr als Epsilon von A1 von I verschieden ist. Da wir davon ausgehen, dass die Positionsarrays sortiert sind, kann ein späteres Element von A2 daher keine zusätzlichen Positionen mehr liefern. Ein vollständiger paarweiser Vergleich ist daher nicht notwendig. Dieser Algorithmus kann im Intersection-2-Algorithmus integriert werden. Vor Zeile 4 des Intersect-2-Algorithmus wird der Algorithmus Intersect Positions ausgeführt. Nur wenn das Resultat nicht leer ist, wird Zeile 4 ausgeführt. Die erkannten Positionen können in die Merge-Funktion mit einbezogen werden. Eine Phrasenanfrage Q gleich Anführungszeichen T1 bis TM Anführungszeichen soll alle Dokumente retrieven, in denen die Terme T1 bis TM in derselben Reihenfolge auftauchen, in der sie in der Anfrage eingereicht wurden. Auch zur Verarbeitung von Phrasenanfragen wird Positionsindexing benötigt. Betrachten Sie das Beispiel, in dem für 4 Terme die Postings für das Dokument mit dem Identifikator 4 angegeben sind. Anhand der Positionen sollten Sie in der Lage sein zu erkennen, welche Phrase hier im vierten Dokument steht. Welche ist es? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Im vierten Dokument steht die Phrase to be or not to be an den Termpositionen 133 bis 138. Um Phrasenanfragen zu beantworten, müssen zusätzlich zu den Postlisten auch die Positionslisten aller Postings der beteiligten Terme so miteinander verglichen werden, dass man herausfinden kann, dass die Wörter der Anfrage in der richtigen Reihenfolge zueinander im Dokument auftauchen. Dieses Problem lässt sich auf das zuvor beschriebene Problem des Schneidens von Listen abbilden. Die Algorithmen Intersect Many und Intersect Two müssen nur leicht verändert werden, um diesem Zweck zu dienen. Die Laufzeit der Beantwortung von Phrasenanfragen ist asymptotisch in O von der Länge der Summe aller Dokumente in der indizierten Dokumentkollektion D. Wie das Beispiel zeigt, sind manche Phrasen zwar sehr geläufig, bestehen aber nur aus Termen, die im Allgemeinen sehr häufig vorkommen bzw. in fast jedem Dokument zu finden sind. Viele Phrasen enthalten Funktionswörter dieser Art und selbst wenn andere Postlisten von beteiligten Termen kurz sind, ist das Einbeziehen von Postlisten von Funktionswörtern oft problematisch, da sie sehr lang sind. Um hier Abhilfe zu schaffen, besteht die Möglichkeit, Postlisten nicht nur für einzelne Terme, sondern auch für vorgefundene Termsequenzen anzulegen. Man spricht hier von sogenannten N-Grammen. Gemeint sind Termfolgen der Länge N, so wie sie im Dokument vorgefunden wurden. Im Beispiel sind nun für N gleich 2 Postings für die N-Gramme to be or not und not to zu sehen. Vergegenwärtigen Sie sich, wie Sie mit Hilfe dieser Postlisten Phrasenanfragen beantworten würden. Woraus ergeben sich hier die Geschwindigkeitsvorteile, bzw. wie stark wird die Beantwortung von Phrasenanfragen beschleunigt? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Die Zeit zur Verarbeitung von Phrasenanfragen wird durch die Aufnahme von n-Gramm als Indexterme durch n geteilt, da nur noch ein Teil der Postlisten verarbeitet werden müssen. Es gibt hier jedoch einen Trade-off zwischen Zeitersparnis und erhöhtem Platzaufwand, sodass selten längere n-Gramme als 2 Gramme zusätzlich indiziert werden und hiervon auch nur eine Auswahl.
Die Berücksichtigung von n-Grammen als Indexterme hat neben dem Nutzen zur Beantwortung von Phrasenanfragen auch einen Nutzen für allgemeine Anfragen ohne besondere Constraints. Wenn in einer Anfrage Phrasen vorkommen, die häufig genug auftreten, können diese dynamisch erkannt und statt der Postlisten der einzelnen Terme die der Phrasen herangezogen werden.